Hallo, ich bin Anne und ich erkläre dir heute, wie man die Stammfunktion von Wurzelfunktionen bestimmt. Dafür wollen wir wiederholen, welche Integrationsregeln wir dafür brauchen und wie man eine Wurzelfunktion geeignet dafür umformt. Ja, du siehst hier eine Wurzelfunktion und sie hat diese gekrümmte Form und man braucht die Stammfunktion von Wurzelfunktionen, um die Fläche unter dem Graphen einer Wurzelfunktion ausrechnen zu können. Wir wollen als erstes Beispiel eine ganz einfache Stammfunktion von einer einfachen Funktion ausrechnen. Und da nehmen wir die Funktion f von x gleich x Quadrat. Und da ist die Stammfunktion ja bekanntlich ein Drittel x hoch 3 plus c. Und c ist so eine Integrationskonstante. Ja, wie kommt man auf diese Stammfunktion? Das macht man mit der Potenzregel. Das heißt, der Exponent geht um einen hoch und man multipliziert dann mit dem Kehrwert des neuen Exponenten. Wir wollen das jetzt nochmal allgemein aufschreiben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.